Biden tritt wieder an 2024, aber er ist ja auch noch fit, oder? Joe Biden will 4 weitere Jahre im Weißen Haus bleiben. In einem Video erklärt er, was die Amerikaner von ihm erwarten können. Nun könnte es einen erneuten Wahlkampf mit Donald Trump geben. Zu seiner Wiederwahl hat Joe Biden unter anderem Folgendes gesagt: Als ich vor 4 Jahren für das Präsidentenamt kandidierte, sagte ich, wir befinden uns in einem Kampf um die Seele Amerikas. Und das sind wir immer noch. In anderen Worten, wie in Deutschland auch, hat Joe Biden das beste Amerika aller Zeiten noch nicht gut genug gemacht. Die Agenda muss noch vollzogen werden. Donald Trump hat zu der Wiederwahl von Joe Biden übrigens mehrere Videos rausgehauen. Alle Videos findet ihr wie gewohnt hier. Ein paar kleinere Ausschnitte zeige ich euch aber trotzdem mal in diesem Video. Und eigentlich sind die ausreichend, warum Joe Biden eben nicht mehr wiedergewählt werden sollte. Nicht nur laut Donald Trump. You could take the 5 worst presidents in American history and put them together and they would not have done the damage Joe Biden has done to our nation in just a few short years, not even close. Und das Geiste kommt jetzt. Am Anfang des Videos habe ich euch doch noch erzählt, dass Joe Biden gesundheitlich sehr gut drauf ist. Tja, überzeugt euch einfach mal selbst. Joe Biden selbst sieht das übrigens gleich. Selbst er redet von der Wiederwahl von Donald Trump. Turn this primary from a campaign that's about negative attacks into one about what we're for, because we cannot get re-elect. We cannot win this re-election. Excuse me, we can only re-elect Donald Trump. Leute, wir wissen alle, dass Politiker Marionetten sind und eingesetzt wurden, egal ob es in Amerika ist oder in Deutschland. Warum genau diese Politiker eingesetzt wurden, in den USA und auch in Deutschland, in dieser krassen Zeitenwende, in einer Welt, in der gefühlt ein Problem das nächste jagt. Tja, dreimal dürft ihr raten, warum. Zufälle? Wahrscheinlich nicht. Ich schwurbel jetzt einfach mal ein bisschen, okay? Es gibt ja diese Weltpolizei. Und diese Weltpolizei, ihr wisst schon, wen ich meine, die könnten irgendwann sagen, diese Nationalstaaten und diese Politiker, die für diese Nationalstaaten eingesetzt wurden, die können diese ganzen globalen Probleme gar nicht mehr lösen. Also, was machen wir denn da? Wäre es vielleicht nicht klüger, eine Weltregierung einzusetzen für diese ganzen globalen Probleme? Die natürlich alle rein zufällig passiert sind und gar nicht hausgemacht sind. Könnte da was dran sein? Denkt einfach mal drüber nach, schreibt's in die Kommentare und bis dahin genießen wir weiterhin die Show mit einem Joe Biden, mit einer Annalena Baerbock und mit einem Robert Habeck. Langweilig wird's definitiv nicht. Haut rein!